Liebe Schwestern und Brüder, wenn man nur einmal, im Grunde genommen ist das eine oberflächliche Beobachtung, die Anspielungen der Lesung aus unserem Abschnitt hier in Kapitel 7 und der erste Vers von Kapitel 8 im Buch der Weisheit betrachtet, die Anspielungen, die uns sehr vertraut sind, hoffe ich zumindest, dann versteht man besser, wie wir als Christen dieses Buch auffassen können und dass dieses Buch von seinem Grundverständnis her ganz auf Christus ausgerichtet ist. In der Lauretanischen Litanei rufen wir Maria an als Sedes Sapientiae, als Sitz der Weisheit. Wir können nahtlos sozusagen diese Lesungsverse dort einfügen oder umgekehrt sagen, diese Anrufung an Maria fließt aus dieser Lesung heraus. Es ist geradezu, man muss sie geradezu erfinden oder finden, wenn es sie nicht schon lange gäbe. Und dann, ich kann im Moment nicht sagen, ob Friedrich Spee bei seinem Lied, das wir am Beginn gesungen haben, ihr Freunde Gottes allzugleich, ob er an diese Stelle im Buch der Weisheit gedacht hat, aber es ist durchaus möglich. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Und schließlich der letzte Vers unserer Lesung. Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Seit jeher der zweite Teil des großen Introitus vom Pfingsttag. Alles das hat seine innerste Mitte in Christus. So ist dieses Buch immer verstanden worden. Deshalb gehört es zu unserer Bibel. Und so gilt auch unsere Aufgabe, alles das zu werden. Sitz der Weisheit, Freund Gottes und uns von dieser Weisheit, vom Geist Gottes durchwalten zu lassen. Ja, wir sollen sie, die alles durchdringt, der sich nichts entgegensetzen kann, auch keine Schuld, auch keine Blockade, die wir vielleicht manchmal unwissend aufbauen, manchmal aber auch willentlich. Nichts kann sich dem entgegensetzen. Alles wird am Ende mitgerissen von ihr. Wie der Blitz, der von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet. Schön ist sie, sagt unser Buch der Weisheit. Warum, so können wir uns fragen, als kritische Nachfrage, widersetzen wir uns dieser Schönheit manchmal so sehr?